Eine Frau für Isaak. 9. Teil der Geschichte Abrahams. Das ist Abraham. Er lebte vor etwa 4000 Jahren und ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Als Abrahams Sohn Isaak erwachsen war, suchte Abraham eine Frau für ihn. Dafür schickte er einen seiner Diener in seine alte Heimat, um eine Frau für Isaak zu suchen. Als der Diener dort ankam, fand er einen Brunnen. Er wartete dort und bat Gott um ein Zeichen. Bald kommen die Frauen hierher, um Wasser zu holen. Ich werde sie um etwas Wasser bitten. Wenn eine von ihnen mir anbietet, auch meinen Kamelen Wasser zu geben, dann werde ich das als Zeichen nehmen, dass es die richtige Frau für Isaak ist. Bald darauf kam eine Frau an den Brunnen. Sie hieß Rebekka. Der Diener bat sie um Wasser. Und sie bot ihm an, auch den Kamelen Wasser zu geben. Der Diener war begeistert. Er beschenkte sie und bat sie, bei ihrer Familie zu übernachten. So nahm sie ihn mit zu ihrem Vater nach Hause. Beim Abendessen erzählte er allen von Abraham und Isaak, von seinem Auftrag, eine Frau für Isaak zu finden, und auch, dass er glaubte, dass Rebekka diese Frau sei. Sie alle sahen, dass Gott alles so geführt hatte, und Rebekka entschied sich, mit dem Diener zu kommen und Isaak zu heiraten. Einige Zeit später starb Abraham in hohem Alter. Er gilt noch heute als der Stammvater des Judentums, Islams und Christentums.